Ja, hallo, ich bin jetzt hier mit Steffi. Hi. Am Anfang frage ich dich jetzt erstmal, wie lange du dich schon mit Träumen beschäftigst. Ich glaube seit 9 Jahren. Ja, das ist eine ganze Zeit. Gibt es was du im Moment jetzt zur Zeit besonders machst? Also im Moment sind die Träume so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil ich mich mehr mit dem Wachbewusstsein beschäftige. Trotzdem sind die Träume immer noch sehr wichtig für mich und das schwankt immer ein bisschen, wie gut ich mich an meine Träume erinnern kann. Jetzt aktuell bin ich wieder motivierter, versuche wieder Traumtagebuch zu schreiben, weil mir das doch sehr hilft, mich zu erinnern. Und ich analysiere meine Träume und versuche eine Verbindung herzustellen zum Wachleben. Und klappt das gut? Ja, das klappt sogar sehr gut. Aha. Ich bin manchmal sehr erstaunt, was man durch seine Träume so erfährt. Okay. Ja. Also würdest du auch sagen, dass das irgendwie dein Leben beeinflusst hat, so diese Traumdeutung? Auf jeden Fall. Also das ist für mich eine Möglichkeit, wie... Also ich habe dadurch eine Öffnung zu meinem Unbewussten erfahren, die ich vorher nicht hatte. Und die finde ich ganz angenehm, weil es trotzdem noch so eine Trennung gibt zwischen Wachbewusstsein und Tag und Traumbewusstsein und Schlaf. Und diese Trennung, die ist ganz wichtig, weil das auch so eine gewisse Sicherheit dann noch ist. So, und trotzdem ist da die Öffnung da. Also man kann sich ja auch entscheiden, ich möchte mich jetzt mehr mit meinen Träumen beschäftigen oder ich möchte es nicht. Was meinst du mit der Trennung? Wenn ich mich viel mit meinen Träumen beschäftige, dann rutschen auch die Traumzeichen ins Wachleben und dann sehe ich so Synchronizitäten. Das finde ich sehr interessant, aber wenn die zunehmen und wenn ich das sehr stark wahrnehme, dann ist mir das auch manchmal zu viel. Ja. Und dann ist es ganz gut, dass man das auch wieder so ein bisschen reduzieren kann und abstellen kann und dass es da halt eine Trennung gibt. Okay. Und was würdest du sagen, wie gehst du so diese Traumdeutung an, so ganz grob? Es gibt Traumzeichen, die haben sich mit der Zeit so entwickelt. Also das sind meine individuellen Traumzeichen. Ich deute Träume nicht archetypisch oder so, sondern eher ganz individuell und intuitiv. Ja. Und ich war mal in so einer tollen Senoi-Gruppe und da habe ich ganz viel über Traumdeutung gelernt. Und, da war ich dabei. Ja. Von dir habe ich auch ganz viel gelernt, aber auch von anderen. Und wenn ich selber keinen Zugang zu meinen Träumen finde, das passiert manchmal, dann denke ich, was würde Spell zum Beispiel sagen oder was würde der sagen? Also dann habe ich direkt so einen Abstand und der fehlt mir manchmal, wenn ich meine Träume alleine deuten soll. Ja. Ja. Ja, stimmt, da ist so dieses Feedback auch von anderen Leuten manchmal ganz cool, ne? Mhm. Und es ist auch eine Motivation, sich überhaupt mit Träumen zu beschäftigen, also den Traum zu erzählen. Ja. Ja, cool. Hast du vielleicht am Ende noch einen Tipp für Leute, die jetzt auch so gerne Traumdeutung machen würden und das in ähnlicher Weise jetzt vielleicht für ihr Leben verwenden wollen wie du? Also es ist wichtig, dass man sich an seine Träume erinnern kann, sonst kann man nichts deuten. Ja. Ja, also man muss die Traumerinnerung trainieren und man sollte sich vielleicht zugestehen, das ganz individuell zu tun. Also es gibt ja viele Menschen, die meinen, es gibt so ganz feste Traumsymbole, an die man sich halten muss. Und das kann man so machen, muss man aber nicht. Und man kann sich auch einfach was ganz Kreatives einfallen lassen und seinen eigenen Weg finden. Ja. Okay, danke schön. Bitteschön. Tschüss. Tschüss.